31.05.2022, der Filvo ist in Hürgen beim Grenzwachtlauf. Haben wir die Grenzwacht im Bild? Da gibt es momentan nichts zu sehen. Die Spieler haben gerade Pause. Gucken wir mal, was nachher los ist. So, jetzt beginnt das große Gedränge am Start. Aber ich fürchte, die 20 haben wir diesmal nicht gerissen. Es sind 19 gemeldet. Solange ich mich noch im Mittelfeld halten kann, noch ein paar Szenen mit Läufern im Bild. Ich schätze mal, das wird sich noch ausdünnen. Ja. Kein Motocross heute. Zwei inoffizielle Walker auf der nicht mehr existenten oder angebotenen 5,7er Strecke liefern hier Anfeuerung. Wunderbar. Letzte ausgiebige Aussicht nach dem kleinen Warnhügel, der uns schon zeigte, was uns auf der zweiten Hälfte gleich erwartet. Der lange Aufstieg. Zur Halbzeit nochmal bergab rollen lassen. Aber ich habe schon Stimmen hinter mir. Es kann gut sein, dass ich bald Plätze einbüße. Beängstigend lang das Bergabstück. Denn genauso lang geht es nachher wieder rauf. Ach, hier sind hinterm Baum. Wie sonst die Radfahrer hinter der A-Säule, war jetzt der Läufer hinter dem Baum. Szene misslungen. So, das war das Vergnügen. Jetzt kommt die Arbeit. Hatte ich gesagt, dass ich Plätze einbüßen würde? Und da habe ich gesagt, ich würde Plätze einbüßen. Da sind die zwei. Was ist schlimmer? Das oder das? Ich misstraue selbstgebauten Stegen. Ah, oh. Es gab mal Zeiten, da konnte ich hier laufen. Ah. Ein kurzes Stück, dann sind wir oben, kommen aus dem Wald raus und in den Regenschauer hinein. Das Ziel ist in Sicht. Gleich geschafft. Schön war das. So schnell bin ich schon seit Jahren nicht mehr gelaufen. Aber die Strecke ist immer wieder schön, immer wieder eine Herausforderung. Die Sieger sind geehrt, die Fritten sind fertig. So. Der Verpflegungsstand ist schon abgebaut, leider. Aber hier kommen unsere Walker. Unsere inoffiziellen Kurzstrecken-Walker. Jawohl. Prima.